Willkommen zurück zu Super Mario Kart. Nachdem wir im letzten Part die 100er Klasse durchgespielt haben, haben wir jetzt die 150er Klasse freigespielt. Da machen wir damit mal direkt weiter. Und die ist wirklich noch einen ganzen Zapfen schwieriger. Alle vier Cups nochmal und wir beginnen heute mit dem Pilzcup. Und ich freue mich drauf. Jetzt wird es ein Stückchen schneller. Jetzt, wo ich mich gerade an die 100er Klasse gewöhnt habe, geht's richtig zur Sache. Na gut. Ich habe Spaß. Und ansonsten wäre das Let's Play auch wirklich ein bisschen zu kurz. Davon fragen wir uns das jetzt mal. Seht ihr, jetzt muss ich mich vom Driften wieder umgewöhnen. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Zack. Mit dem grünen Panzer getroffen. Ja, wer so billig fährt, Toddy Boy. So, ihr merkt schon das Ganze viel schneller. Ich zeige euch jetzt auch mal hier diese Abkürzung. Habe ich den Pilz nicht ganz elegant eingesetzt. Und natürlich sind wie immer Luigi und Yoshi vorne. Die Säcke. Aber komm, die kriegen wir auch da. Und wieder die Abkürzung. Naja. Ach, Mann. Jetzt muss ich wirklich wieder reinkommen. Das ist ja ärgerlich. Immer diese Umstellung. Das ist wie mit der Zeitumstellung. Kennt ihr das? Sommerzeit, Winterzeit? Da gewöhnt man sich gerade an eine Zeit und dann wird es wieder umgestellt. So, jetzt bin ich drin. Ah, es ist schön schnell. Und nochmal ein paar Münzen. Man kann, glaube ich, 28 Münzen maximal aufnehmen. Wobei ich mich immer gefragt habe, warum ausgerechnet 28? Na also, jetzt kommt der Skill wieder raus, hoffe ich natürlich. Das ist mein Fahrstil, Freunde. Ich habe ja schon zu zweifeln angefangen in den letzten Parts. Aber hey. Und Luigi ist auch gar nicht Zweiter, sondern Dritter. Interessant. Werden wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und ich hoffe, dass es gut läuft. Und Gott sprach, dass es gut würde. Donut Plains. Ah, hier kann man so schön driften. Man kann auch durchdrehen, wenn man zu viel driftet. Deswegen ist das Hopsen auch manchmal sehr wichtig. So, leg das mal ab hier. Keiner reingefahren, sehr schön. Oh. So. Die Kurven immer ganz dicht halten. So. Ja. Ach, jetzt nochmal hier hin. Alter. Keiner fährt da rein, ey. Bis ich mal wieder selbst da reinfahre. Ah, leider ein bisschen ins Grün gekommen. Aber die Computergegner sind mir ganz schön auf den Fersen. Ich bin das gar nicht so gewöhnt, ey. Oh, Mann. Nein, nein, nein. Hier kann man auch abkürzen, theoretisch. Mach ich einfach mal. Oh, damn it. Also, 150er Klasse ist echt nicht zu spaßen mit. Aber kriegen wir hin. Jetzt die Abkürzung, die macht noch mehr Sinn. So. Oh. Du bist überschätzt. Ja, je knapper man die Kurve nimmt, desto besser, aber sollte natürlich auf keinen Fall hängen bleiben. Oder hängen geblieben. So, Toddy Boy noch überrunden, würde ich vorschlagen. Nein! Es gelingt mir nicht. Aber solange wir den ersten Platz belegen, finde ich das eigentlich voll okay. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Jetzt geht's im Geisterhaus, dann Bowser Castle und nochmal Mario Circuit 2. Was wir auf die Reihe bekommen. So, Yoshi wird also unser Rivale des Tages. Okay, den machen wir down. Buhus. Ich finde es so toll, wie die Buhus im Hintergrund auch wirklich so aussehen wie aus Mario World. Einfach importiert. Zack. Boom. Ah. Geistertal 1. Was gibt's Schöneres? Jetzt nehme ich mal richtig an Fahrt auf, Leute. Guckt euch das an. Schaut mich an. So. Sehr gut. Alles läuft bestens hier. Mal sehen, ob ich wieder ein perfektes Rennen hinkriege. Habe ich das ganze Let's Play noch nicht geschafft. Das war auch ziemlich knapp, wenn ihr mich fragt. Hätte mich auch nicht gewundert, wenn ich mich jetzt selbst abgeknallt hätte. Mit dem grünen Panzer. Oft genug passiert. Ja, wir sind auf Maximum Speed.
Ja, perfekt ist was anderes. Perfekt? Na, also das war's schon. Perfekt ist eigentlich, wenn man 28 Münzen schnellstmöglich sammelt. Und die Kerle sind schon wieder auf den Fersen, ich sehe das. Die Abkürzung konnten wir leider nicht nehmen, weil wir keine Feder hatten. Also war es trotzdem ganz gut geschafft, wie ich finde. Und diesmal ist Luigi vorne, also das tut unseren ärgsten Verfolger Yoshi dann auch wieder aufhalten. Na, 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 na. Ja, und so bei so Sachen, zum Beispiel die Feder auf dieser Strecke, die man gebraucht hätte, für die eine Abkürzung. Die Strecke wurde 1:1 übernommen bei Mario Kart Super Circuit, aber die Feder gibt's gar nicht. Also ist die Abkürzung eigentlich recht Banane. Naja, was soll man dazu noch sagen? Auch hier will ich jetzt ein bisschen überzeugen. Zack, zack. Oh, man, zu früh. Na gut. Zu früh. Zack, zack, zack. Okay, Dogley. Machen wir das Beste draus. Ach, waren das noch Zeiten, als man den Schwamms ausweichen konnte hier. Also, falls ihr euch erinnert an die letzten Parts, da waren wirklich unfaire Szenen dabei. Bilden einfach eine Mauer und lassen einen nicht durch. Dann steht man da vor dem Schwamm XY. Und der ganz links macht auf und dann kommen die Computergegner. Jetzt sausen natürlich alle durch den linken Schwamm. Können wir hier eigentlich auch bestraft werden, wenn wir so schnell sind? Ich glaube nicht. Da gab es ja das letzte Bowser Castle. Da wird man bestraft. Wenn man zu schnell fährt. Nicht indem man geblitzt wird, sondern indem man in die Lava fällt. Das ist schon so eine Art Bug. Aber das gibt es hier glaube ich nicht. Ach Toddy. Ich wollte dich abknallen. Rempel mich nicht an von der Seite. Da, da. Aber coole Mucke eigentlich. Wie gesagt, die Siegermucke von Bowser ist noch epischer. Nur, ja. Kann ich mit dem nicht so gut fahren. Höchstens mit Ach und Krach. Nein! Böser Dino. Verdammt. Höchstens mit Ach und Krach eine, 100er schaffen, eine 100er Klasse. Aber ich kann mit Schwergewicht nicht fahren. Ihr habt mich ja schon mal angeschnauzt von wegen Mario Kart Wii, wo ich gesagt habe, ich kann mit Schwergewicht nicht fahren. Und ihr sagt, nein, es liegt am Kart. Aber hier liegt es daran, ob Schwergewicht oder nicht. Hier sind es nur Bowser und Donkey Kong, oder? Sonst noch jemand? Nee. Sonst alle leicht. Deswegen war es auch ein bisschen verzerrt. Deswegen hat man ja Wario eingebaut, damit man 3 Schwergewichte hat. So. Ah, sehr gut. Also. Strecke mag ich. Okay, ich muss jetzt ein bisschen vom Gas gehen. Ah, also. Das ist die Drift-Technik, die ich nur bei meinem 150er einsetzen kann. Habe ich wirklich so. Wir haben halt damals nur noch 150 gespielt. Alles andere war doch keine Herausforderung mehr. Damals. Deswegen habe ich die Drift-Technik noch so inne. Durchs an. Wenn man damit abgehen kann teilweise. Ah! Gut, das war jetzt ein bisschen Kontrolle verloren. Ich habe es gemerkt. Einen Moment. Ah, sieht, jetzt bin ich durchgedreht. Zu viel gedriftet. Das kann auch passieren. Zu viel, zu schnell, zu weit. Ah! Nope. Das passiert vor allen Dingen, wenn man nicht so viel springt und so. Ah, sieht doch episch aus, oder? Na also, was sagt ihr dazu? Oh! Der Schlusspunkt nicht so gut. Aber egal. Und trotzdem sind die Computergegner einem so hardcore auf der Spur. Merkt ihr das? Also den Pilzkopf haben wir ohne Probleme gewonnen, will ich behaupten. Aber das kann schon knallhart werden. Das kann schon heftig werden. Gut. Daumen hoch, Leute. Schon mal. Bevor ihr wegschaltet. Daumen hoch geben. Nicht vergessen. Schreiben viele, die vergessen es. Ich sag's euch. Daumen hoch. Dankeschön. So.
Und der Pokal ist ein bisschen anders. Das ist immer so eine Mario-Figur. Eine goldene. Juhu! Number one, congratulations. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal nach Monaten oder nach Wochen meinen ersten Bronzepokal gewonnen habe. Da habe ich das abfotografiert mit dem Fotoapparat von meinem Opa. Und nach ein paar Wochen war es entwickelt, da hatte ich natürlich schon alle voll Gold. Ja, ja, es war noch Zeit. Gut, danke fürs Ansehen. Nächsten Part sehen wir uns wieder mit 150er Blumencup. Bis dann, ciao.